Ich habe noch gleich ein Gewinnspiel für euch. Auf Instagram Retrokurve seht ihr das Gewinnspiel dann. Das wird verlost. Die zwei nicen Shirts könnt ihr gewinnen. Boah, die ist krass. Auf jeden Fall könnt ihr auch noch die zwei nicen Lederjacken hier gewinnen. By the way, Leute, ich lasse gerade meine Haare wachsen. Die sollen auf jeden Fall ein bisschen länger werden. Ich will sie ungefähr so lang wachsen lassen. Bin mal gespannt. Hey Leute, ich bin's Jonas und willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich weiß, es ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, wo ich das letzte Video hier aufgenommen habe. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute von euch hier auch noch zuschauen werden. Ich meine, 3 oder 4 Jahre, das ist schon eine extrem lange Zeit. Ich hatte mich bewusst dazu entschieden, 3, 4 Jahre kein Video mehr hochzuladen. Ich glaube, es sind sogar jetzt mittlerweile 4 Jahre, weil ich einfach damals in so einer Phase war, dass ich mich selbst finden musste. Versteht ihr, was ich meine? Ich wusste gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich im Leben machen? Wo möchte ich hinkommen? Wo möchte ich überhaupt im Leben stehen? Was möchte ich machen? Will ich für immer YouTube machen? Möchte ich für immer meine Geschichte preisgeben, dass es so jeder auf der Straße weiß, so der mich irgendwie kennt durch YouTube? Ich war mir einfach die ganzen Jahre gar nicht mehr sicher, möchte ich das Thema eigentlich so krass breit treten. Die Leute, die jetzt hier zuschauen, die wissen höchstwahrscheinlich, über welches Thema ich gerade rede. Ich wurde ja mal im Frauenkörper geboren und deswegen habe ich auch diese Videos und allgemein YouTube damals angefangen. Es ging aber ja nicht nur um dieses Thema. Ich habe ja damals auch Challenges aufgenommen und alle möglichen Sachen. Ich hatte ja auch damals mit meiner Ex-Beziehung sehr, sehr viele Videos drin. Und gerade auch, wo dieser Cut kam, musste ich einfach damals mal Pause einlegen. Ich musste herausfinden, wer bin ich überhaupt? Welche neuen Interessen entwickeln sich über die Jahre? Ich bin ein komplett anderer Mensch wie damals. Also jetzt vor 3 Jahren vom letzten Video. Dieser Mensch kann man mit mir heute gar nicht mehr vergleichen. Vom Mindset her, von den Interessen, von allem. Vielleicht verfolgen mich ja auch ein paar von euch auf Instagram und haben so ein bisschen den Werdegang da erlebt, weil auf Instagram war ich ja nie wirklich weg. Also ich bin da ja eigentlich schon auch relativ aktiv, kann man sagen. Ich will jetzt auch nicht so viel drum rumreden. Ich wollte euch nur ein bisschen klar machen, hey, warum war ich 3 Jahre oder 4 Jahre weg? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier so ein Comeback für immer bleibt oder ein Comeback, dass wirklich jede Woche irgendwie ein Video kommt, weil ich eigentlich nicht mehr so das Interesse habe, auch so über die Transition wirklich Videos zu machen, außer natürlich irgendwas würde euch interessieren. Also ich bin wirklich nicht 100% davon abgeneigt. Vielleicht habt ihr auch andere Videoideen und könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe gedacht, vielleicht ein Q&A, also ein Fragen- und Antwort-Video. Ihr könnt auf jeden Fall ein paar Fragen, was euch interessiert, eventuell in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich so ein Video wirklich machen und die nehme ich dann einfach dran im nächsten Video. Vielleicht gefällt auch nicht allen so die Entwicklung, die ich jetzt gemacht habe oder wie sich das alles verändert hat, auch so auf Instagram, die mir folgen. Ich habe natürlich auch manche Kommentare gelesen von euch, auch auf Instagram, wenn mir jemand geschrieben hat und gesagt hat, Jonas, du hast dich so verändert, warum hörst du jetzt die Musik, warum kleidest du dich so? Leute, es sind 4 Jahre dazwischen. Ich bin eigentlich wie so ein anderer Mensch, sagen wir es mal so, und jeder entwickelt sich weiter im Leben und ich denke, ihr macht das auch. Ihr mögt vielleicht auch Sachen, die ihr früher nicht gemocht habt. Oder die Sachen, die ihr früher gemocht habt, mögt ihr heute nicht mehr. By the way, Leute, ich lasse gerade meine Haare wachsen. Die sollen auf jeden Fall ein bisschen länger werden. Ich hatte die eigentlich immer richtig kurz. Und jetzt habe ich überall meine Haare einfach lang. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Ich will sie ungefähr so lang wachsen lassen. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Warum ich mich auch hier ganz groß melde, ist, weil ich dachte, die Leute, die meine Videos damals verfolgt haben, vielleicht haben die auch Bock, jetzt an meinem neuen Projekt teilzunehmen. Was heißt neu? Es ist nicht mehr so neu. Ich habe meinen Online-Shop schon ungefähr seit einem Jahr. Mein Online-Shop heißt RetroCovid, in dem ich hauptsächlich Lederjacken oder auch Band-T-Shirts oder allgemein Print-Tees verkaufe. Was ich aber dazu sagen muss, alles ist Secondhand, also die Sachen wurden auf jeden Fall schon getragen. Aber ich habe noch gleich ein Gewinnspiel für euch und für alle auf YouTube oder alle auf Instagram, die mir halt folgen. Auf Instagram Retrokurve seht ihr das Gewinnspiel dann. Ich werde 2 Lederjacken verlosen und 2 Band-T-Shirts. Ich fange jetzt mit dem Band-T-Shirt an von Korn. Also das ist eine ziemlich beliebte Band auch gerade allgemein. Das wird verlost auf jeden Fall. Das hat einen Wert von um die 50 Euro. Das ist ein richtig cooles Vintage-T-Shirt. Es hat halt vorne so Skulls, also Totenköpfe drauf und hier steht ganz groß Korn drauf. Auf Instagram könnt ihr alles abchecken. Da steht auch alles dran, was ihr machen müsst, um dieses T-Shirt hier zu gewinnen. Das zweite T-Shirt ist von Motley Crue, auch eine richtig geile Band, die ich selber höre. Ihr wisst. Also wenn die T-Shirts hier sowas haben, da steht 2009, das ist original von 2009, also sehr vintage mittlerweile. Die zwei nicen Shirts könnt ihr gewinnen. Boah, die ist krass. Also ich sag euch ehrlich, die hätte ich am liebsten selber behalten. Die hat hier so einen schönen Fellkragen. Wie gesagt, es ist alles Secondhand, aber ich gucke natürlich immer, dass die Qualität top ist. Ich verkaufe keine kaputten Sachen oder so, also die sind wirklich vom Zustand sehr, sehr gut. Und die wird auch verlost, also ihr habt auch die Möglichkeit, diese Jacke hier zu gewinnen. Innen drin ist sie auch gefüttert, also fürs Wetter, was jetzt kommt, für den Winter sehr gut geeignet. So, und die zweite Lederjacke, die ihr gewinnen könnt bei mir im Online-Shop, ist einmal diese.
Die hat auch so richtig nice Brusttaschen hier. Die hat auch so einen Cropped-Schnitt. Also Cropped bedeutet, dass es kürzer ist. Also die ist nicht so lang. Was ich persönlich viel nicer finde, wenn die Jacke nicht zu lang hängt. Ich mag das halt, wenn die über dem Po endet. Versteht ihr? Und nicht über dem Po geht. Gerade bei so einem Schnitt sieht es halt immer sehr, sehr nice aus. Auf jeden Fall könnt ihr auch noch die zwei nicen Lederjacken hier gewinnen. Was ich wirklich brutal finde, also die ist wirklich auch mein Favorite, die ist sehr, sehr cool. Noch ein kurzer Anmerker zu Lederjacken, weil viele vielleicht sagen, hey, warum unterstützt du Leder? Das ist auch der Grund, warum ich das mache. Ich liebe Lederjacken, aber für mich würde es nie in Frage kommen, zum Beispiel eine ganz, ganz neue Lederjacke zu kaufen. Wenn ihr unbedingt eine Lederjacke haben wollt, dann geht doch einfach irgendwo in den Vintage-Shop oder sonst wo hin, auch bei mir, ne, ihr wisst. Wenn ihr Lederjacken kauft, es gibt so viele, die gebraucht sind, aber Top-Qualität haben. Also die sehen aus wie neu, aber sie sind nicht neu. Und ich würde halt dieses Fast Fashion nicht unterstützen, gerade auch wenn es um Leder geht, Lederjacken und so, würde ich immer Vintage kaufen. Ich werde euch kurz einen Durchlauf geben, was ist alles so neu gerade in meinem Online-Shop. Und zwar habe ich diese Jacke gerade drin, die Lederjacke ist auch gerade in meinem Online-Shop. Ich habe zum Beispiel auch Lederjacken, die sind ein bisschen niedriger vom Preis her, dann habe ich aber natürlich auch welche, die sind höher vom Preis her. Es kommt immer aufs Modell an, natürlich biete ich ausgewählte Produkte an, das darf man halt auch nicht vergessen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo auf den Flohmarkt geht oder so, müsst ihr euch ewig durchsuchen, bis ihr mal überhaupt irgendwas findet, was vielleicht gut ist. Bei einem Flohmarkt oder wenn ihr irgendwo in irgendwelche Secondhand-Shops gibt, wo es alles Mögliche gibt, wird es halt viel, viel schwieriger, sage ich mal so. Natürlich ist es vom Preis vielleicht ein bisschen günstiger, aber es ist viel, viel schwieriger, vielleicht das zu finden, was du genau suchst. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich suche eine geile Lederjacke, dann hatte ich das so oft, ich war auf dem Flohmarkt und so, entweder die waren irgendwie von der Qualität voll scheiße, die waren schon kaputt. Ich selber, wenn ich gezielt was schaue, gucke ich auch bei anderen Vintage-Shops online oder so. Also ich gehe natürlich auch auf Flohmärkte, ich liebe es, auf Flohmärkte zu gehen, aber ich merke es halt auch immer selber, gerade wenn man vielleicht nicht in der größten Stadt wohnt, hat man natürlich noch weniger Auswahl irgendwie, was es an Lederjacken oder Band-T-Shirts oder sonstigen T-Shirts gibt. Es ist halt immer sehr mühsam irgendwie danach zu suchen und wenn du weißt, hey, der verkauft Lederjacken, der verkauft Band-T-Shirts, das ist, was ich suche. Wenn ihr irgendwie in solchen Shops unterwegs seid, ist halt zwischendurch immer irgendwas anderes. Und ich sag mal, von 100 Teilen sind vielleicht 5 Teile gut und der Rest, da musst du dich komplett durcharbeiten durch die Sachen, die halt nicht so schön sind. Und es ist halt dann echt selten, dass du halt was findest, natürlich. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das hier gerade drin von Marilyn Manson und das T-Shirt ist von 2004, das ist ein originales Shirt. Leute, die sich ein bisschen damit auskennen mit Vintage-Kleidung, dass es natürlich auch Band-Shirts gibt, die seltener sind. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr seltenes T-Shirt von 2004 in einer Top-Qualität, wirklich. Und es ist normal, dass solche T-Shirts dann immer ein bisschen teurer sind als jetzt zum Beispiel das hier von dem Kollegen. Ich habe zum Beispiel hier das T-Shirt auch drin gerade. Das ist von The Doors, also Jim Morrison. Zum Beispiel auch beim Leder finde ich es sehr wichtig, dass man das Secondhand kauft und nicht neu, dass man das nicht unterstützt. Und natürlich die Sachen, die schon produziert sind an Lederjacken, die es schon ewig gibt, die aus den 80er, 90ern sind, die jetzt zum Beispiel in meinem Shop sind. Finde ich schön, wenn man die tragen kann, dass es nicht weggeschmissen wird und dass sie immer wieder neuen Besitzer finden, sagen wir es mal so. Also ich liebe selber Vintage-Shops, auch jetzt nicht nur meinen Shop, sondern auch wenn ich woanders einkaufe. Ich kaufe meistens sowieso nur noch Vintage. Ich habe mich da halt auch total anders entwickelt. Ich war so stolz, dass ich mir damals eine Moncler-Jacke gekauft hatte. Ich habe die schon bestimmt seit 2-3 Jahren verkauft, einfach weil das ist nicht mehr meine Welt, versteht ihr? Ich finde das eher lustig, wenn Leute sich damit so profilieren müssen. Boah, ich habe jetzt diese Jacke an. Ich habe mir jetzt hier Louis gekauft und ich kann Billionen von Euros haben, das ist mir egal. Und ich würde, glaube ich, sowas niemals mehr anziehen mit irgendwie plakativ hier, ich habe Louis Vuitton an oder egal was für eine Marke, versteht ihr? Ich bin das gar nicht so und ich möchte das auch nicht mehr sein. Egal wie viel Geld man hat, ich finde, das ist eher lächerlich. Und die nächste, was ich auch übertrieben feiere, was auch gerade online ist, ist diese hier. Die hat auch ein sehr, sehr schönes Innenfutter mit schön Fell, also auf jeden Fall für den Winter perfekt. Und das sind halt einfach Schnitte, die werden heutzutage einfach nicht mehr hergestellt. Und ihr findet das halt wirklich eigentlich meistens nur Vintage. Das war's jetzt auf jeden Fall mit meinem Video. Schaut gerne bei meinem Online-Shop vorbei. Wenn ihr mich auch allgemein weiter mehr privat verfolgen wollt, könnt ihr mich auch gerne auf Instagram adden. JonasXJaden heiße ich da. Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass ich vielleicht eventuell auch Live-Verkäufe machen werde auf TikTok. Dann deswegen wäre es auch sinnvoll, vielleicht auf TikTok mir zu folgen. Ich weiß nicht, ob ich das auf TikTok machen werde oder auf Twitch. Werde ich aber auf jeden Fall alles dann noch ankündigen. Die ganzen Infos werdet ihr sowieso auf dem Instagram dort finden. Ich werde immer auch wieder mal irgendwelche Gewinnspiele oder so machen, deswegen wäre es sinnvoll, da immer vorbeizuschauen. Ich muss mir noch überlegen, auf Twitch oder auf TikTok, vielleicht auch auf beiden irgendwie mal abwechseln. Ihr könnt auf jeden Fall sehr krasse Prozente machen, wenn ihr über den Livestream dann kaufen werdet, wenn ich dann quasi an so einem Rad drehe und dann je nachdem, wo der Pfeil hin zeigt, 50%, 20%. Wenn ihr zum Beispiel eine Jacke, sagen wir 70 Euro kostet, ihr sagt, ich soll für euch drehen,
Und dann kommt 20%, bekommt ihr zum Beispiel auf die Jacke dann 20%. Und checkt auf jeden Fall auch meinen Vintage-Online-Shop ab, retrocovid.com. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao Leute, macht's gut.